great. Ho, ho, ho. Also, fix. Hey, Grinse. Power in the house. Ja! Das werdet ihr hier 21 Uhr erfahren. Denn jetzt ist das Studio voll, jetzt sind mindestens 25 Uhr. Sachsen, out of Germany, the big house nation, Sachsen, und wir zählen, wir counten die Sekunden down, kurz vor 12, und dann beginnt ein neues Lebensjahr für zwei Leute, die jetzt hier neben mir sitzen. Die Sektflaschen werden schon langsam geöffnet. Und wir dürfen 10 Sekunden anfangen. Dann fangen wir alle zu zählen. Ihr könnt mit uns in einen neuen Tag hineingehen. Mit uns, mit Kiss und mit Wally D. Ich hab einen Hals mit. Was war das denn? Noch 2 Minuten. Quatschen mit der Nase, oder? Wie ist denn das da? Nachher kommt ihr Satz, du kannst dich hören lassen live, weil das die Speakers dann ausgehen lassen hier. Das kommt nachher hier, das ist nicht live. Sechstung, Siebentung und Achtung, wir fangen jetzt langsam zu counten an. Wir zählen. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben 10. 9. 8. 7. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Zu spät. Ja, und das ist das Geburtstagsständchen, das Ultimativ. Und hier kommt nochmal ein großer Sachsen-Wave für euch alle da draußen im Land. Markus, du? Ja, ich finde mich absolut wundervoll, da so ein geiles Publikum hier ist und auch schon gratuliert wurde. Sie weiß schon, dass das war nicht gut. Irgendwelche Sachen, die du dir vorgenommen hast, was neu war? Ach, ich will einfach den Lerner singen. Den Kuss, den wollen wir hören. Den Kuss. Yes. Party! Erstmal wahrscheinlich in meinem Plattenladen mitmachen, wenn du auch immer Wir sprechen später noch etwas über Plattenläden, Fabriken in Dresden, was sich so tut im Haussektor. Jetzt hören wir erstmal unsere Geburtstagshymne an und sagen einfach nochmal alle Juhu! Hey! Hey! Ja, das ist ja nett. After this,
Christopher! Your Rave Channel hier in Berlin, ringsherum im Kabel sind wir unterwegs für euch bis 7 Uhr am Morgen. Die Geburtstagskinder gehen jetzt raus und bringen hier rot viel Sekt. Nochmal alle einen Dreifacher. Sechsen Power High. Was? Was machst du? Und wir haben hier den nächsten DJ sitzen, der hier eine Mütze. Oh, danke, danke. Das ist der Doorkeeper aus Dresden oder auch der Türschieber. Wie ist es denn eigentlich mit diesem Mann? Ich habe typisch eine ganz einfache Geschichte. Ja. Als ich den Ding aufgemacht habe, habe ich das ganz einfach mit der Geschichte angefangen. Irgendwann hat mich das mal interessiert, wie man das so macht mit den Plattenwichsen und so. Das war ganz interessant. Ja, man hat sich halt mal so hier nochmal anstellen. Nicht so laut, bitte. Das sind mittlerweile 10 Monate. Du hast ja also selber gesagt, du bist du. Nein, ich nicht. Also, es ist Hobby, Musik. Ja. Viktor, ja, machen kurz eine kleine Werbeaktion für alle DJs aus Sachsen, die jetzt gucken vielleicht. Hier gibt es eine Nummer. Die Nummer ist 687-3560 für alle DJs, die vielleicht auflegen wollen bei uns hier bei KISS. Oder eine neue Platte, eine neue DAT, eine neue Kassette, egal was sie gemacht haben. Schick uns die Sache zu und wir bringen das hier in entweder Brain Candy, in House Tracks oder in Villa Tempo. Drei Sendungen. Telefonnummer hier 687-3560. Cut. Keine Hangover, wir gehen weiter. Und damit ihr merkt, dass im Studio noch einige Leute sind, werden wir eine kleine Volksbefragung machen hier. Wer ist denn der Erste? DJ D steht am Mikroskop. Ja, was machst du denn, wenn die Sendung vorbei ist? Tief durchatmen. Und danach? Total abkicken. Oder wie, ich? Ach so, ja, auf jeden Fall erstmal tief durchatmen, dann tief Luft holen und wie gesagt immer wieder Sound. Bla bla bla. Ja, die nächste ist die Katrin. Ich gebe mir die Mühe. Und weiter, wo gehst du denn heute Abend hin? Ins Bett. Ja, logisch. Chill. Keine Party heute Abend. Nein, hier ist eine Party. Heute Abend in der Kantine in Freiberg ist. Da geh ich schlafen. Nein, ich glaub nicht. Was macht denn der Hartsequenzer heute? Hey, Hartsequenzer! Wurstschnitte, würde ich mal sagen. Der Hartsequenzer setzt sich erstmal stundenlang ins Auto und fährt in eine andere Stadt weit weg. Münster! Dülmen, das ist bei Münster. Ehrlich? Mit Soße. Nee, der macht live. Er macht live. Wer ist der Nächste in der Haus? Hier, der Olli D. Jo. Ja, du nicht! Zum DJ. Mikroskop hier ist der Rolli D aus Freiberg. Ja, hey, hallo! Was machst du? Tja, mal sehen. Vielleicht werde ich heute Abend mal in der Kantine vorbeischauen. Und mal dem Herrn Westen über die Schulter gucken. Und naja, mal sehen. Sonnabend, eventuell Dresden Base. Oder in die Fabrik. Wir werden sehen. Für alle, die interessiert sind an Party-Tapes und so an und so an, wir gehen noch mal eine ganze Staffel durch, was so am Wochenende los ist. Und das wird passieren in der Sendestunde zwischen 6 und 7, wenn alle Leute wach sind, in die S-Bahn stürzen, in die U-Bahn, auf Arbeit fahren oder eben gerade ins Bett gehen, die ganze Nacht die Sendung gehört haben. Wer ist der Nächste in der Haus? Sachsen Power? Alexis. Was war das? Hi. Ja, das ist ein Dresdner. Ja. Ja, was machst du heute Abend? Ich schlafe heute. Ja, logisch. Und wer kennt ein gutes Kaffee hier in Berlin zum Frühstück? Keiner. Niemand. Nein. Das ist Sachsen. Blue Moon. Ich kann nicht in Berlin frühstücken. No. Nee, das geht jetzt um was anderes. Ich wollte mal richtig stellen. Ich hoffe, dass die ganzen Leute sich ja nur versprochen haben. Wir wollen die Sachsen doch nicht als Schlafmützen hinstellen. Die schlafen jetzt erstmal den Tag und Abend machen die alle Tiere Stimmung. Immer. Und jetzt nochmal ein Sachsen-Shout für alle, die noch im Kabel sind. Sachsen Power! Yeah! So, ich
and big shouts going out on all the party signing und Techheads und Party People und whatever else hier in Berliner Kabelnetz. Ihr seid immer noch bei uns und wir spacen through the night. Es ist jetzt 4:22 Uhr und wer noch nicht in der U-Bahn ist und wer nicht auf Arbeit muss, der sollte eigentlich bei uns bleiben. Bäh. Das ist der beste oder der angenehmste. Endlich einer, der es packt. Richtig, richtig. Und dazu brauchen wir natürlich hübsche Frauen und was? Dazu brauche ich meinen Engel Ange, ja. So, du willst also grüßen jetzt. Ah, jo, das will ich tun. Meinen Engel Ange, also sei gegrüßt, ich liebe dich. Scheiße! Ja, leider Gottes, aber ich habe genug Leute in Berlin, die das mitschneiden werden und dann hört es mein Engel halt. Gut, und du bist ja auch noch dran. Du stehst auf der Playlist und wirst der Nächste sein, der hier irgendwas veranstalten wird. Jo, das werde ich tun. Und natürlich werde ich meine Sounds meinem Engel widmen, mit dem ich heute Abend Liebe mache. Ja, ich kann dem Kabelvolk da draußen sagen. Ich habe schon mal vorab gesagt, das ist absolut great. Stop, so watch out. Schnell, Engel! Schnell, mach ich Liebe! Es ist gute Musik coming up and Commander D is still on the turntables und er wird gleich die Sache beenden und wir kicken dann wieder rein. Und Snoop is coming up for you und wir sind immer noch hier. Und das heutige Special kommt natürlich aus Sachsen. 4:26 Uhr. Wir machen noch weiter bis 4:30 Uhr mit dem Commander D. Tja, und Snooker steht schon neben mir. Ich passe euch over. Ich gebe euch einfach weiter an die Schichtleute, unsere kompetenten Interviewpartner. Und die werden den Snooker für euch etwas interviewen, ins Air hinausschmettern. Ja, dann kommt der Stuff, den ihr braucht im heutigen Morgen. Snooker's playing live. Und es ist coming up soon on vinyl. Also ihr könnt es bald kaufen auf irgendeiner Platte. Und es ist wirklich good stuff. So stay tuned, don't touch the dial. We jamming till 7 in the morning. Tu mir erst reden und dann legst du auf, oder wie? Reden auf, dann kommt das Teil und dann legst du das Teil und dann legst du. Wir tun dann also noch ein Teil. Wir können dann noch ein zweites Teil. Ja, genau. Also in der Dünner hast du mal noch auf das quatschen, was jetzt läuft, oder? Ja, genau, wir quatschen einfach auf das. Du wirst es wurscht haben, sondern. Was ist deine Taste hier? Ihr wollt erst quatschen, dann machen wir nämlich jetzt erst hier so den Teppich an. Habt ihr noch so einen wunderschönen Kopfhörer hier? Hier ist noch ein Kopfhörer. Ja, noch ein Kopfhörer. Ja, ich glaube, auf dem Kanal. Das ist klar, weil das was? Bei Mike sind da. Naja. Die Reflines sind immer noch open, also sie sind offen und ihr könnt uns gerne noch anrufen und für den nächsten Typen oder die Typin, der hier anruft oder die hier anruft, da haben wir einen kleinen Preis ausgesetzt. Wir werden noch nicht verraten, was es ist. Aber es gibt was. Rave Lines are open. Call 6874405. Partyline. Rave Line. Kabelfritzen. Wake up. Haben die Elas auch mal wieder da? Naja, da schau her. Also machst du jetzt dann halt die andere Banner und dann. Ja, das ist gut. Du.
Vorderseite so geschoben ab. Dann wird Chatting werden oder was? Ja, es ist 4:30 Uhr, wir gehen langsam aber sicher in die letzte Runde hier mit der Sachsen Night auf Radio Kiss FM Berlin. Am Mikrofon habe ich nun den DJ Snooker aus Chemnitz, der dann gleich live an den Decks sein wird und uns aber noch, ganz wichtig, ein Tape seiner neuen Platte mitgebracht hat, die demnächst auf Explode Records erscheinen wird. Vielleicht erzählst du uns dazu ganz einfach mal was. Ja, Bruder und Schwestern nach draußen zu alles erzählen. Fuck you, man! Ja, ich sehe hier einen kleinen grünen Flyer in der Hand, der euch sagt, was ihr nächsten Sonnabend tun werdet. Ihr werdet nämlich nächsten Sonnabend um 22 Uhr in Leipzig-Gönnewitz in der Niederkirchenstraße auf der 10 Uhr sein, weil dann nämlich unsere Release-Party sein wird. Und zwar werden wir uns da unsere neue Platte vorstellen, das ist die Explode 1 und darauf sind Stücke von Palk, nämlich unserem Projekt aus Chemnitz. Und ja, lasst euch ganz einfach überraschen, es sind ganz einfach schöne Sounds, die ihr dann auch hören werdet. Ja. Das Ganze ist ja ein Mischprojekt zwischen Chemnitz und Leipzig. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Wie habt ihr diesen Kontakt da geknüpft? Ja, also einer meiner besten Freunde in Leipzig ist der Steffen von Explode Records. Da können wir ein bisschen Werbung machen. Der hat einen Plattenladen in Leipzig, nämlich Explode Records. Und hat unsere Stücke mal gehört und war davon ziemlich begeistert und meinte auch, dass diese Platte halt so bald wie möglich rausgehen muss. Und da man sich für eine allererste Platte von einem Label etwas einfallen lassen möchte, haben wir ganz einfach ein Projekt aus Leipzigern und Chemnitzern gegründet. Und so ist dann die Code White EP entstanden. Jo, okay, und genau in diese werden wir jetzt kurz reinhören. Jo. Check this. Mikro. War die Luft raus? War die Luft raus? Ja. Doch mal keine Flanke. Sag ich da mal, es kommt hier raus. Mein Nachbar ist gesprungen. Molly ist hier. Achso, ehrlich, ich nehme mich auf. Einmal zu viel gedrückt. Halt nichts also. Was will er? Will er helfen? Wenn du los. Ja, ja. Ja, ich wusste, dass es wieder so ist. Jojo, ey Gott. Mein
Die macht dann da weiter. Kannst du da noch mal runter? Ich bin klein. Hey, komm ich dann klein? Zieh ich dann klein oder geht das mal mit dem... Das ist nur das eine Stück, was wir benutzen. Dann machst du hier weiter. Ja, alles klar. Willst du schon irgendwie vorne? Du weißt doch selbst, wenn dein Stück aus ist. Gehst du dann gleich rein? Sicher. Ist da eine Pause drin? Ja. Das ist ein Steak. Ja, die Kurve gekriegt, das war schon aus. Bist du das schon jetzt? Muss der sein. Ja. Oh, ja. Ich sehe gerade, die Leute aus Chemnitz reißen sich das Mikroskop in die Hand. Keiner will sprechen und jetzt sind sie dran. Mikroskop. Ja, Snooker, sprich. Okay, ah, hallo Bruder, wir sind immer noch auf Sendung. Es sind noch genug Leute da. Mehr als, ich schätze mal, 15 Mann sind noch da und machen hier noch die Power. Yo! Und noch mal Chemnitz in the house. Ja, ist Durchhalten angesagt? Alle noch da? Ja, 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 alle noch da. Ja, 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 alle noch da. Sachsen Slang in the house. We power it. We bash Berlin. So go for it and stay with us. Kiss. Fight the Restless and House Nation Sachsen. Machen euch noch ein herrliches Nest aus Musik. Und wir sind noch eine anderthalbe Stunde für euch da. Good morning, Berlin. Watch out, Roxy is coming up. And he's coming from Leipzig. Boing Club. Wir sprechen etwas später noch über den Boing Club und was gerade so in Leipzig los ist, weil es ist eine sehr, sehr vitale Szene. Ich habe gerade gehört, 6 Clubs gibt es zurzeit in Leipzig. 6 für dich? House Clubs. 6 Clubs. Da gibt's 6. Ja, und der beste soll jetzt bald geschlossen werden. Destillerie Leipzig. Also wer die Gelegenheit hat, nach Leipzig zu fahren, sollte auf alle Fälle nochmal in die Destillerie gehen. Noch eine halbe Minute und es wird 6:30. Sorry. Und wir machen einen fliegenden Wechsel. Ja. So, Leipzig is coming up. Roxy. Go for Roxy. Und ihr seid mit Fans. 2. TL. Eiskeller.
Thanks a lot. Have sex. Kann ich in einem kleinen transigen Stück sein, wo ich ganz einfach meine tiefsten innigen Gefühle zeigen werde, weil jeder Mensch, auch der tierischste Hardcore-Member, hat Gefühle, die er zum Beispiel entwickelt, wenn er mit seiner Freundin zusammen ist oder so, die eigentlich kein Mensch irgendwie so richtig rüberbringt. Ich versuche ein Stück zu machen, was transig ist, und ich versuche Stücke zu machen, die so richtig nach vorne gehen. Also wir können gespannt sein. Wo soll es denn rauskommen? Die Platte wird höchstwahrscheinlich auf Crocodile Records rauskommen. Also Leipzig? Ja, natürlich aus Leipzig. Okay. Erzähl uns noch kurz über die Party-Szene in Leipzig. Ich habe gehört, es gibt mittlerweile 6 Clubs in Leipzig. Ja, es gibt eine ganze Menge Clubs. Es gibt viele Clubs, die schieben Techno als Veranstaltungen mit ein. Es gibt aber auch Clubs, die betreiben es jedes Wochenende. Zum Beispiel die Basis, die Distillerie, das Boeing und die Zündspule in Leipzig, die auch eigentlich regelmäßig Techno bzw. manchmal auch nur House machen. So, zum Schluss noch ein Wort zur Distillerie. Ich habe gehört, die machen jetzt irgendwann zu. Ja, das ist ein eigentlich bestätigtes Gerücht. Das ganze Areal, auf dem sich die Distillerie befindet, soll abgerissen werden. Aber die Jungs sind schon auf der Suche nach einer neuen Location. Also Leute aus Berlin, ihr habt noch die Gelegenheit, nach Leipzig zu fahren. Checkt die Distillery aus. Es ist wirklich eine oberaffengeile Party-Location. Und solange es noch geht, solltet ihr da mal hinfahren. Und es ist jedes Wochenende was los. Kostet immer das gleiche, kostet 10 Mark, obwohl ab und zu Spitzen extra spielen, und es ist immer der gleiche Preis. Ob Leipzig extra spielen oder ob irgendwelche Spitzenleute da spielen, also es ist immer der gleiche Preis, und es lohnt sich wirklich mal dahin zu fahren. Es macht tierisch Spaß da, und es ist ein tierisch altes Gebäude und es hat Gänge und Tunnel und es macht einfach Spaß da zu sein. So, Roxy, danke, dass du uns was erzählt hast. Ja. Und wir hoffen, du machst eine gute Runde an den Turntables. Ich steck schon. Und du startest durch. Was willst du spielen? Du machst ein bisschen schnellere Musik, du fängst an etwas langsamer und baust dann etwas auf? Ich werde ein bisschen ruhiger anfangen und dann schon ein bisschen zur Sache gehen, um die Leute in Berlin munter zu rütteln. So, Berlin, wake up and watch out for Roxy. Boing.